Hallo, liebe Fans von Big Fish Media. Hechte und Zander haben im Moment noch Schonzeit, aber ich gehe natürlich trotzdem angeln. Und bei diesem schönen frühlingshaften Wetter, was wir jetzt gerade haben, gibt es eine Fischart, die ganz besonders aktiv wird. Und das ist natürlich der Aal. Wir sind heute hier am Fluss und wollen versuchen, vielleicht die ersten Aale der Saison an den Haken zu bekommen. Ich werde jetzt erstmal auspacken und dann erfahrt ihr, was ich hier alles so montiere, mache und treibe. Naja, schaut es euch einfach an. Mal ein paar Worte zu dem Spot, wo wir heute angeln. Wir angeln ja wie gesagt an einem mittelgroßen Fluss, der relativ starke Strömungen hat und sind hier jetzt an so einem etwas strömungsberuhigten Bereich. Also ich habe hier so eine Strömungskante hinter mir. Es ist im Prinzip wie so eine auslaufende Mini-Buhne, kann man sagen. Das ist aber gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass wir hier am Ufer überall eine Steinpackung haben. Und jetzt im April ist es so, dass die Aale noch keine langen Strecken im Fluss umherwandern. Die halten sich im Prinzip tagsüber zwischen diesen Steinritzen auf und kommen dann abends zum Fressen mal rausgezogen. Und deswegen müssen wir unseren Köder direkt vor diesen Steinpackungen platzieren. Und das versuchen wir hier auch. Also wir angeln dementsprechend sehr ufernah und nah an diesen Hindernissen, um dann einfach so drauf zu setzen, dass die Aale da rauskommen und unseren Köder dann quasi gleich wie auf dem Serviertablett vorfinden. Die Tiefe ist jetzt im Fluss nicht entscheidend, weil durch die Strömung hat man überall sowieso die gleiche Wassertemperatur. Also so eine Stelle kann jetzt im Frühjahr sehr tief sein, sie kann aber auch relativ flach sein. Wichtig ist wirklich, dass man nah an diesen Packungen angelt, um dann auch zum Erfolg zu kommen. Die Montage, die ich hier beim Aalangeln im Fluss einsetze, ist eigentlich total simpel. Das ist auch wichtig, dass man da nichts Kompliziertes sich zusammenbastelt, weil sonst hat man nachher nur irgendwelche Verhedderungen. Ich habe hier also so ein Anti-Tangle-Röhrchen auf der Schnur mit einem Karabiner, wo ich mein Blei einhänge. Ich fische hier mit einem 100 Gramm Blei, weil ja zumindest an der Strömungskante schon ordentlich Druck drauf ist. Dann habe ich hier so eine Gummiperle als Knotenschutz. 30er Hauptschnur ist das und ja, ein ganz normaler Karabinerwirbel. Und dann hier noch ein Vorfach, auch ich glaube ein 30er ist das, mit einem Haken in Größe 2. Das wird jetzt vielleicht einigen ein bisschen groß vorkommen. Ich muss aber sagen, bei uns diese fertige Vorfachhaken von Fishing Tackle Max, da fallen die Haken verhältnismäßig klein aus. Also bei anderen Herstellern wäre das jetzt hier vielleicht Größe 6. Also das ist eigentlich ganz angemessen. Eine Sache vielleicht noch, die zu erwähnen ist, die Vorfächer sind ja fertig gekaufte. Die sind eigentlich 70 cm lang. Ich habe es jetzt aber ein bisschen verkürzt, weil hier in der Strömung meiner Erfahrung nach so ein kürzeres Vorfach doch ein bisschen besser ist. Man hat einfach weniger Veränderungen dadurch. Also das ist jetzt hier nur noch 40 cm. Ansonsten, ja, also wirklich eine ganz einfache Laufbleimontage, wo der Fisch dann auch gegebenenfalls Schnur nehmen kann. Da kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen, wenn man die sich so zusammenbaut. Und zum Angelgerät sage ich auch ganz kurz noch was. Ich fische hier ja mit ganz einfachem Gerät eigentlich im Prinzip, speziell was die Ruten angeht. Das ist hier eine alte Spinnrute, die hat ein Wurfgewicht von 100 Gramm ausrangiert. Eigentlich auch was relativ Billiges, aber man braucht zum Ansitzangeln auch nichts Hochwertiges, 3 Meter lang. Und ja, die Rolle habe ich jetzt hier unsere neue Tubatini Festron drauf. Das ist also eine Freilaufrolle, finde ich persönlich beim Aalangeln sehr schön, so eine Freilaufrolle, weil man eben da ja, wenn die Aale hier vielleicht doch mal ein bisschen kräftiger beißen oder auch mal ein Karpfen oder ein Wels vorbeikommt, das kann ja alles passieren, kann man den Freilauf eben einschalten und der Fisch kann dann bei einem rasanten Biss auch gleich Schnur nehmen. Genauso bei einem vorsichtigen Biss, dass er dann nicht sofort den vollen Widerstand der Rutenspitze spürt. Also Freilaufrolle ist schon eine schöne Sache beim Aalangeln, würde ich euch absolut empfehlen. Ansonsten, wie schon gesagt, eine monophile Schnur drauf, kann man nichts verkehrt machen dabei. Also da muss man nicht sehr viel Geld investieren in das Angelgerät. Einfach und zweckmäßig, dann werdet ihr auch eure Fische damit fangen. Im Fluss ganz entscheidend,
wenn es auf Aal geht, steil nach oben gestellte Ruten, damit man eine gute Bissanzeige hat und damit möglichst wenig Schnur im Wasser ist, wo die Strömung drauf eingreifen kann. Und ja, als Rutenauflagen dienen hier ganz einfache Erdspieße, also nichts Besonderes. Und ja, und für mich der beste Bissanzeiger immer noch die gute alte Aalglocke. Die ist sehr zuverlässig und hier diese Version kann man jetzt sehr schön mit dem Knicklicht kombinieren. Das stecke ich hier mal rein. Das ist also ein fabelhafter Bissanzeiger und kennt, glaube ich, jeder von euch. Zeigt die Bisse zuverlässig an und ich hoffe, dass die gleich auch ein paar Mal ertönen wird. Ja, es ist natürlich sehr praktisch, wenn man bei Fishing Tackle Max arbeitet, denn wir sind ja in Deutschland der größte Vertriebler von Naturködern. Und Naturköder kommen beim Aalangeln logischerweise auch zum Einsatz. Jetzt im Frühjahr ist der Tauwurm ganz klar überlegen. Ich finde im Fluss generell der beste Köder. Und ja, den ziehe ich per Ködernadel auf. Das finde ich ganz wichtig. Also ich mag es nicht, wenn er so draufgesteckt ist, sondern mit Ködernadel aufgezogen finde ich irgendwie besser, weil da habe ich meiner Erfahrung nach weniger Fehlbisse. Dazu habe ich hier einfach so eine Ködernadel, also nichts Besonderes. Die hat hier oben so einen Clip, da kann ich jetzt das Ende vom Vorfach einhängen. Und jetzt ziehe ich den Wurm hier runter. Muss man noch ein kleines bisschen Feinarbeit machen und den so hier runterziehen, dass die Hakenspitze nur ein ganz kleines bisschen rausguckt. Und jetzt, da bin ich ja ein totaler Fan davon, Lockstoffe. Also ich bin schon der Meinung, Aale können ja extrem gut riechen, dass so ein Tropfen Lockstoff da Wunder wirken kann. Wir haben das also auch schon im Vergleich ausprobiert, so mit Freunden, dass also so ein Köder mit Lockstoff wirklich besser fängt. Und wir haben da ja bei Fishing Tackle Max auch jede Menge dafür im Programm. Ich benutze sehr gerne dieses Amino Trout Fischöl hier. Einfach nur ein Tropfen, das ist ganz wichtig, dass man nicht so viel drauf macht. Das ist also wirklich so ein Extra-Reiz. Es gibt auch noch das Aalspray und alle solche Geschichten. Aber mit diesem Fischöl habe ich hier tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt darf der Köder ins Wasser und dann kommt hoffentlich der Aal. So, wie schon gesagt, hier vorne Steinpackung. Und jetzt werfe ich die Rute tatsächlich hier nur ungefähr so, naja, knappe 10 Meter raus. Die Steinpackung setzt sich ja unter Wasser noch ein bisschen fort. Und ich habe sie jetzt im Prinzip die Montage genau hier am Fuß davon abgelegt. Rute abstellen, gerade auf rein, schön sensibel eingestellt. Perfekt. Also jetzt können die Aale kommen. Ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen, also ich mache nichts, das ist ja nichts Gefaktes irgendwie, an den Rutenspitzen zuppelt es schon immer, jetzt zum Beispiel gerade, das sind jetzt, es ist ja noch nicht richtig dunkel, Grundeln, davon gibt es hier jede Menge. Und ich habe zum Glück so die Erfahrung gemacht, wenn es dunkel wird, hören die Grundeln auf zu beißen, also jetzt so lange wie es noch hell ist, ich reagiere da gar nicht drauf, meistens holt man dann irgendwann raus und hat dann so ein blödes Vieh dran. Die Aale kommen wirklich erst, wenn es richtig dunkel ist. Man hat eigentlich immer so eine Phase, jetzt so, solange es noch hell ist, beißen diese Grundeln. Dann kommt immer so eine Phase, wo die Fledermäuse hier vorbeiziehen und dann immer mal in die Schnur reinschwimmen und danach beißen die Aale. Ich hoffe natürlich, dass das auch heute so eintritt. Jetzt sollen die Grundeln hier erstmal noch ein bisschen weiter dran rumzuppeln. Ich kann mich ein bisschen entspannen und den schönen Sonnenuntergang hier noch so ein bisschen genießen. Ich setze mich hier immer so
ja, seitlich neben die Ruten im Prinzip, also nicht dahinter, weil ich so aus dieser Perspektive die Spitzen am besten beobachten kann und also wirklich jeden noch so kleinen Biss wahrnehme. Da beißt jetzt gerade wieder eine Grundel, also die Aale sind noch nicht unterwegs. Ja, aber die kommen bald, bin ich mir sicher. In dem Sinne, Prost, so ein Bier gehört nämlich zum Aalangeln dazu. So, ich habe die Route mal kontrolliert und wie es zu erwarten war, ist hier so ein kleiner Plagegeist, so eine Grundel dran gewesen. Sind echt gierig, diese Biester, aber zum Glück hören die, wie ich schon erwähnt habe, wirklich auf zu beißen, wenn es richtig dunkel ist. Also ich hoffe mal, dass das hier die letzte gewesen ist, aber ich werde gleich mal noch die andere Route kontrollieren. Kann durchaus passieren, dass da auch eine dran hängt. Aber dann beginnt die Aalzeit. Na? Auch eine dran. Na klar. Ah. Diese Grundeln. Naja, gut. Ich gehöre jetzt nicht zu den Anglern, die hier jede Grundel tot machen, ohne sie zu verwerten. Also das finde ich halt so ein bisschen fies, dann irgendwie einen Fisch einfach zu töten, aus sinnloser Weise. Also bei mir kommen die wieder rein. Die haben auch ihre Lebensberechtigung und ist ja schönes Futter für die Zander und Barsche. So, jetzt aber bitte Schluss mit Grundeln, jetzt will ich alle haben. So, jetzt hat es hier gerade mal ein bisschen kräftiger an der Rute gezuppelt und auch sogar mal ein bisschen Schnur vom Freilauf runtergezogen. Also, jetzt hat es aber wieder aufgehört. Keine Ahnung. Es sind jetzt auch gerade viele Fledermäuse unterwegs. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Jetzt ist gerade so diese Phase, wo die Fledermäuse hier rumflattern. Aber das ist jetzt keine Fledermaus. Das kann auch noch eine Grundel sein. Könnte aber auch schon ein Aal jetzt sein. Also, das ist gerade so diese Phase. Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal gefischt an der Stelle. Und die Beißzeit immer so zwischen, ja, 21.15 Uhr. Wir haben es jetzt 21.10 Uhr, glaube ich, gerade. Und 22 Uhr. Aber, na, ich würde aber fast behaupten, dass es nur eine Grundel ist. Also ich nehme die Rute jetzt hier in die Hand, halte hier die Schnur fest so ein bisschen, dass ich auch noch merke, wenn was passiert und der Fisch gegebenenfalls abzieht. Und es tut sich auch was am anderen Ende. Aber das sind so diese, ja, ganz, ganz feines Zuppeln. Ich glaube, dass es nur eine Grundel ist. Aber wir können ja mal kurz warten, dann haue ich gleich an. Mal schauen. Nee, ist nichts. Also ich nehme mal an, dass es nur eine Grundel war. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil da kann ich gleich noch mal. Ach, es ist hier. Da seht ihr es. Die war so klein, die haben wir gar nicht gemerkt. Also es ist eine Grundel. Ja. Aber die hören jetzt auf zu beißen, bin ich mir sicher. Also ich habe das ja hier ein paar Mal schon vorher ausprobiert und wir befreien sie jetzt schnell vom Haken, da nochmal frische Köder dran. Und dann müsste eigentlich gleich die Aalbeißzeit anfangen. Ja, und was ich gerade erwähnen wollte, das ist beim Aalangeln auch ganz wichtig, wenn die Fische dann aktiv sind, also wirklich häufig den Köder wechseln. Also bei Aale stehen wirklich drauf, wenn der Köder ganz, ganz frisch ist. Und auch wenn man keinen Biss bekommen sollte, mache ich dann eigentlich immer so spätestens nach einer halben Stunde neuen Köder drauf. Aber ich hoffe, dass es so lange gar nicht dauert, dass wir warten müssen und in der halben Stunde schon ein Biss kommt. So, also schnell, jetzt muss es fix gehen. Hängt. Das dürfte ein Aal sein. Es ist zwar mit Sicherheit kein großer, aber ja, nur ein ganz kleiner, aber ich mach mal die Lampe aus jetzt. Ja, wir haben hier so einen Strahler dabei, ist nur ein kleiner Aal, aber eigentlich hat alles 1A funktioniert, wie ich das gesagt habe. Die Beißzeit jetzt, so 21.15 Uhr ungefähr. Ich sehe auch, der hängt hier schön vorne. Den werden wir jetzt schnell vom Haken lösen, dann muss ich gleich sofort die Rute wieder auswerfen. Also Zielfisch schon mal gefangen, ich hoffe, da kommt noch ein größerer. Jetzt habe ich hier wieder einen vorsichtigen Biss, aber nimmt keine Schnur.
Hat jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen gezuppelt hier an der Route, deswegen ich warte mal noch einen kurzen Augenblick und dann hole ich mal rein. Schauen, vielleicht ja doch was dran. Nix. Ist auch ganz wichtig, dass man den Köder dann auch regelmäßig kontrolliert, gerade wenn man doch mal so einen vorsichtigen Biss hatte und dann auch dementsprechend erneuert. Der ist zwar jetzt hier noch in einem Top-Zustand eigentlich, aber wir machen trotzdem neuen dran beim Aalangeln. Wirklich immer ganz wichtig, regelmäßig den Köder wechseln, und das tun wir jetzt auch. Ja, der hängt. Na also. Oh, das ist ein guter Fisch. Hoffentlich ist das ein schöner Aal jetzt. Boah, der hat jetzt richtig Schnur vom Freilauf runtergezogen. Und das ist ein schöner Aal. Oh, geil. Hammerbiss. Jawoll. Der geht doch schon. Ist jetzt kein absoluter Riese, aber ein sehr schöner Aal. Also der ist gutmaßig hier. Passt. Darf man sich drüber freuen. Toller Fisch. Also Aalangeln jetzt im April. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gesehen, weil ich hatte jetzt die Lampe an, aber jetzt seht ihr ihn auf jeden Fall nochmal richtig. Ich denke mal, der wird so 60 cm ungefähr haben. Perfekt. Mit Tauwurm gefangen. Hängt schön vorne hier am Haken. Und ich glaube, der will, dass wir ihn jetzt hier langsam mal ein bisschen davon befreien. Sehr gut. Also nach dem kleinen Aal jetzt der gute. So soll das doch sein. Yes, jawohl, hält. Nummer 3. Perfekt. Ja, das ist jetzt wieder einer von den kleineren. Also er wird wohl Maß haben, aber wir setzen ihn auf jeden Fall zurück. Vollkommen egal. Also die Aale im April laufen, kann man schon sagen. Jetzt innerhalb von kurzer Zeit, es gab ja noch ein paar Fehlbisse und hier ja, 3 Fische an einem Abend und das jetzt innerhalb von nicht mal einer Stunde. Ich glaube, da kann man schon ganz zufrieden damit sein, würde ich doch sagen. Also die Taktik funktioniert. Das ist jetzt hier auch ein Breitkopf, aber der darf noch einen breiteren Kopf bekommen, weil ich ihn jetzt gleich wieder freilasse. Nochmal ein schöner Biss. Aber ich glaube, der hat wieder losgelassen. Nee, tut sich nichts mehr. Schade. Eben hat es nochmal richtig schön an der Rutenspitze geklingelt, aber... Nee. Nichts dran. Naja, was soll's. Also war jetzt nochmal der eine Biss gewesen. Allerdings so ungefähr seit 20 Minuten vorher hat sich nichts mehr getan. Und das ist eigentlich auch so die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, dass jetzt die Hauptbeißzeit vorbei ist. Wenn man jetzt noch länger bleiben würde, würde vielleicht noch mal irgendwas passieren, aber das ist dann doch sehr langwierig. Und deswegen packen wir jetzt ein, also 21 bis 22 Uhr, wie ich gesagt habe. Jetzt haben wir es, glaube ich, 21.20 Uhr oder sowas. Dann ist die Sache eigentlich jetzt um diese Jahreszeit zumindest erledigt. Aber 3 Aale sind rausgekommen. Es hat noch einige Fehlbisse gegeben, also es wäre noch mehr drin gewesen. Ich denke mal, für April ist das ein schönes Resultat. Und ja, ihr habt vielleicht auch ein bisschen was aus dem Film mitgenommen für euch, wenn ihr mal jetzt zum Saisonbeginn auf Aal fischen möchtet. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, Petri Heil, und bis zum nächsten Mal. Ciao.